Aufwachen! Schlafmütze. Der Mario-Sound. Willkommen zu einem weiteren Random Game. Wir spielen heute Daddish, ein Spiel, was ich im eShop gefunden habe und mir dachte, das sieht ganz schön aus. Es ist ein Plattformer. Ich habe Bock auf Plattformer-Spiele. Und jetzt spielen wir das. Ich packe hier und da mal ein bisschen Info noch zum Spiel. Ich guck mal nach, ob es das Spiel auf Steam gibt. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es das auf dem eShop. Da spielen wir es auch. Und starten wir direkt rein. Wieder der Mario-Sound. Ja, was ist denn überhaupt die Geschichte hier? Wir spielen den Dad. Daddish. Unsere Kinder sind unbeaufsichtigt. Der erste Fehler. Ein Ballon. Da sind natürlich neugierig. Ballon! Am Ballon kostenlos Tag. Oh. Dude. Ich komme nicht hinweg, dass da für diese Marisol ist. Abaro Woods. Wir müssen unsere Kinder natürlich wieder retten. Und deshalb sind wir hier. Flippen wir uns selber aus. Man kann mit dem Stick bewegen, aber ich spiele so 2D Jump'n'Runs lieber mit Steuerkreuz. Und warum ist es eigentlich der Mario Jump Sound? Muss es der sein? Okay, wir können auf jeden Fall springen. Einen Double Jump machen. Genau. Können wir noch irgendwas machen? Vielleicht später, aber jetzt noch nicht. Und das ist ein Kind von uns. Wie viele haben wir eigentlich? Hi, Dad! Hast mich gefunden? Du bist auch nicht wirklich weit weggegangen. Von all deinen Kindern bin ich definitiv der Lahmste. Gut zu wissen. Yay! Und den soll ich auch noch umhören. Blup. Ja, es wird uns der Double Jump gezeigt. Auch easy. Ah, wow, Dad! Ich wusste gar nicht, dass du Double Jumpen kannst. Nun, ich hätte ja nicht Double Jumpen müssen, wenn du einfach zu Hause geblieben wärst, so wie du es solltest. Double Jumping ist so cool! Gewisser mag ich das Spiel, das ist ganz lustig. Haben sie rückwärts abgespielt. Okay, das ist also ein Puzzlespiel, Puzzle-Plattformer. Habe ich nichts gegen, das ist ganz cool. Stern? Oh, sag mir nicht, ich muss in jedem Level Sterne sammeln. Aber in den ersten beiden gab es doch jetzt keine, oder? Ich habe keine gesehen. Hey! Was? Geh weg! Entschuldigung? Das ist eine No-Dad-Zone! Verlier dich! Das war's. You're grounded, Mister! Sorry! Ach komm, ich verzeih dir. Bist trotzdem grounded. Und hier können wir nach links. Nee, da kann. Nee, man kann nicht nach links. Aber sieht so aus, könnte man. Und hier haben wir Blöcke, die wir schieben können. Wahrscheinlich muss der runter, oder? Und dann mach ich den anderen. Ah, und dann krieg ich den Block. Okay, das ist noch simpel. I like it. Nein, 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 den Stern! Was machst du hier überhaupt? Ich hab die Zeit meines Lebens! Okay, also das ist cool, I guess, aber es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Okay, schon cool, ist schon okay. Die Zeit meines Lebens zu haben, ist echt anstrengend. Ja. Ich schätze schon. Kann ich theoretisch... Post... Home... Kann ich theoretisch zurück in das Levelmenü? Gibt es ein Levelmenü? Warum muss ich gerade an Mario Maker denken? Ja, es gibt ein Level-Menü-Screen. Okay. Warum kann ich nicht einfach das die ganze Zeit sehen? Das finde ich viel schöner. Oh, das war das Level. Ja, das ist das nächste Level, aber hier Level 4. Da haben wir einen Stern verpasst. Ich weiß nicht, ob ich hier raus einen Zweiteiler mache oder alles in einem mache. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das entscheide ich mich spontan, wenn ich das hier durchgespielt habe, I guess. Aber ihr werdet es auf jeden Fall schon mal wissen. Bisher habe ich geplant, das alles in einem Video fertig zu machen, aber wer weiß, wie lange ich für das Spiel brauche. Und die Dialoge sind gleich, oder? Ja, die Dialoge sind gleich. Okay, kein Problem.
Na gut, dann habe ich das nachgeholt und ab mit dem nächsten Level. Oh Gott. Das erinnert mich ein bisschen an ein anderes random Steam-Game, was ich mal gespielt habe. Das war ein bisschen trashig, das hieß Punkt.cat. Vielleicht können sich noch Leute daran erinnern, da gab es auch genau solche Plattformen mit genau solchen Kreissägen. Also nicht vom Sprite her genauso, aber vom Konzept her exakt genauso. Daran musste ich gerade denken. Und... Nein! Nein? Ist hier kein Stern? Okay, scheinbar ist hier kein Stern. Hi, Dad! Wirst du mir jetzt sagen, dass ich nach Hause muss? Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Oh, ich mir auch. Meinst du? Ich bin konstant und extra in sehr vielen Schwierigkeiten. Ich tue so, als würde ich das einfach nur für die Thrills machen. Also für das Gefühl. Aber ganz ehrlich, ich brauche einfach nur Aufmerksamkeit. Nett. Ja, ganz nett. Mein Sohn braucht Aufmerksamkeit. Nett. Die gebe ich ihm nicht. Ich bin nicht so nett. Nicht so netter Vater. Ich will mal kurz nachschauen. Gibt's ja... in dem Level keinen Stern? Hier? Hm? Okay, keine Ahnung. Scheinbar nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Whatever. Wo geht's lang? Rechts? Lass mich erstmal links schauen. Weil links ist. Ja, ich dachte mir schon, links ist es schwerer hinzukommen. Ist ein Stern. Noch habe ich mich nicht von irgendwas treffen lassen. Das soll auch so bleiben, wenn es geht. Das ist so ein Spiel, das könnte man eigentlich auch auf dem Handy rausbringen, weil du hast einen einzigen Button als Control. Steuerung ist einfach nur ein Button. Jeder Button auf meinem Controller springt. Außer es ändert sich später noch, ich weiß nicht. Hi Dad, ist dieser Ort nicht super? Ich weiß nicht, das ist voll mit spitzen, gefährlichen Dingen. Ich weiß, so cool, oder? Naja. Ist nicht so cool, wenn man da reinfällt. Als so ein Dadisch. Wie heißt denn die richtige Obstart? Ah, bin gestorben, nein! Ich hab's gerade vergessen, wie es heißt, aber ich hab's bestimmt in den Titel geschrieben oder so. Ich hab's nur jetzt im Moment vergessen, okay? Ah, verdammt! Ich mache gerade große Aufnahmesessions, ja, weil ich mal Freizeit habe. Mein Kopf ist schon so durcheinander von allem. Das sah natürlich an, als hätte er ihn irgendwie bei sich zu Hause aufgenommen. Er hat so einen Ast genommen, kaputt gemacht und das ist der Sound. Call it a day. Finde ich lustig. Soll nicht böse sein. Finde ich lustig. Diese Höhle ist mein neues Zuhause. Ich lebe jetzt hier. Nein, tust du nicht. Ja, tu ich. Nein, tust du nicht. Okay, dann nicht. Kling. Ah, super. Also, bis habe ich echt Spaß. Ich mag ja so. So ein Genre, wie das hier ist. Die Grafik ist ganz nett. Ja. Es gibt noch mehrere Teile von dem Spiel. Also es gibt noch... Ja, es gibt noch mehrere Teile vom Spiel. Und ja, wenn euch das hier gefällt, besser gesagt, wenn es mir hier gefällt, dann eventuell spiele ich dann auch noch die anderen Teile. Die gibt es auch im eShop. Habe ich gesehen. Ich glaube, das Spiel habe ich mir irgendwann geholt, weil es mal im Rabatt war. Ja, das Spiel auf jeden Fall irgendwann im Rabatt, daran kann ich mich erinnern. Weil der Nintendo eShop pusht halt sehr hart Spiele, die halt im Rabatt sind, ne? Von da habe ich auch die meisten meiner Random Games im eShop und... Wer bist du? Bist du nicht mein Kind? Oh, du bist nicht mein Kind. Oh mein Gott. Ich nehme ihn einfach mit. Hä? Was? Warum? Ah, der Boden fällt ineinander. Was bist du da eigentlich? Ein Hamburger. Aber ein spitzer Hamburger. Der schmeckt wohl nicht so gut. Vor dem sollten wir ausweichen. Boah, knapp. Boing. Okay. Die Level haben so ein bisschen Mario-Feeling. Oh. Aua. Okay, versuchen wir es erneut. Ich muss hier einfach nur ein bisschen Geduld haben. Einfach ein bisschen mehr abwarten. Genau, und dann funktioniert das schon. Genau, und dann ist hier irgendwo ein Kind. Nee, ist eine Halbzeitflagge?
Dann ist der Sound noch gefehlt, aber okay. Aber jetzt werden wohl die Level etwas länger, wie es scheint. Auch nicht schlecht. Komm mal runter hier, genau. Da kann ich nämlich safe stehen, falls ich es brauche. Oh, brauche ich gar nicht mehr. Oh, das ist böse. Aufgepasst. Knacks. Okay, das ist der Time. Okay, wunderbar. Doch, hier ist mein Kind. Ich habe aber echt viele Kinder. Ah, warum müssen Kinder eigentlich irgendwo in so schwierigen und gefährlichen Orten euch verstecken? Wieso versteckt ihr euch nicht einfach in so einem Einkaufszentrum oder so? Warte, das hier ist kein Einkaufszentrum? Ah, das erklärt, warum ich nicht zurückgehen kann mit diesen Shorts, die ich mir geholt habe. Shorts? Du hast noch nicht mal Beine! Ja, das ist genau der Grund, warum ich sie wieder zurückgeben wollte. Von wo hast du überhaupt die Shorts? Naja, manche Fragen sind besser unbeantwortet. Hui. Oh, hallo, was ist dein Name? Ich bin Burla, dritter Henchman für Lord Durnak. Ah, was ein schöner Name. Hi, Burgurgula. Ich bin Derdisch. Ich guck tatsächlich gerade danach, dass ich meine Kinder wieder einsammle. Du hast nicht zufällig irgendwelche von denen gesehen? So kleine Radishes? Irgendwo in der Nähe? Du wirst niemals Lord Durnak erreichen. Mach dich bereit zu sterben. Also, ist das ein Nein? Oh! Muss er da runter? Ja. Ja, okay, das ist ein einfacher Kampf. Ich mag aber seinen Drip. Den richtigen Drip. Seht ihr das? Fühl ich. Das war's. Drei Hits. Hehe. Boing. Aber wer ist denn dieser Durnak, den er meinte? Oh, wow! Du hast diesen komischen Hamburger-Typen besiegt! Schau mal, ich... ich fühle mich nicht wirklich gut dabei. Er war eigentlich ein ganz netter Typ. Er hat versucht, dich zu töten! Ich meine, ja, ich schätze, er wollte mich töten, aber... Guck, ich bin aber froh, dass es dir gut geht. Oh, Mann, mir auch. Danke, Dad! Level 2, Strando Beach. Und dieses random Animal einfach mal mitgenommen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ist das Frettchen oder so? Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger hießen. Ich habe sie wieder vergessen, aber ich finde es lustig, einfach so ein random Tier einfach mitnehmen. Du bist nicht mein Kind. Na egal, komm mit. Aber ich will mir ein bisschen noch die Overworld anschauen. Ah, der ist sogar auf der Overworld, okay. Ja, ab und zu versuche ich mal die Overworld zu zeigen. Ich denke, wir haben bisher alles. Vielleicht noch rausfinden, wenn nicht. Und ja. Pommes! Ah! Pommes und Radish sollte man nicht zusammen essen. Das lernen wir daraus. Okay. Das stampft aber ziemlich laut rum, ne? Aha. Diese flashy Effekte. Nein! Ach komm! Okay, versuchen wir es erneut. Ach komm! Bitte! Oh mein Gott, jetzt pass auf, die Pommes killt mich jetzt wieder. Ah, okay. Oh, das ist böse. Boah, Welt 2 fängt dabei direkt schwer an, ne? Aber wir haben es geschafft. Ich habe so einen schönen Tag draußen am Strand. Das ist der gefährlichste Strand, den ich je gesehen habe. Das ist der aufregendste Strand, meinst du wohl? Ja, beides auf jeden Fall. Beides auf jeden Fall, ja. Okay, da komme ich nicht so einfach hoch. Da musst du mir wahrscheinlich helfen. Boing, boing. Oh, knapp. Okay, da geht's nicht lang. Geht's nicht weiter. Das tötet mich nur. Das tötet mich nur. Das ist nicht gut. Bam, bam, bam. Wie die so rumknallen. Bam, bam, bam. Knapp. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Boxen auf beiden Seiten runterkriegen.
Schnell, okay. Oh, ach komm, das habe ich nicht gesehen. Ich sollte jetzt nicht auf den gleichen Trick nochmal reinfallen. Kling, kling. Wie so Glas. Wie schon lustig. Ja, da ist auch eine Box. Super, okay. Du, da oben ist schon das Kind. Das können wir dann gleich erreichen. Okay. Zum Glück respawnt das nicht. Das komische Glas. Und wir haben's. Yay. Die Aussicht ist super. Ja, ist schön, aber wir haben genauso eine Aussicht bei uns zu Hause. In der Videogame-Branche nennen wir das Asset Reuse. Das ist eine clevere Art und Weise, weniger Speicherplatz zu verschwenden und Development Time ein bisschen runter zu cutten. Was ist eine Videospielindustrie? Keine Ahnung. Ah ja. Okay. Hätten die es nicht gesagt, wäre es mir nicht mal aufgefallen, ne? Oh. Das dachten sich gerade die Entwickler dabei, als ich es gesagt habe. Und das dachte ich mir da geil, gerade. Als ich, keine Ahnung, irgendwas. Als ihr nicht geliked habt, das dachte ich mir gerade dabei. Könnt ihr nicht liken. Okay, ihr könnt ja am Ende des Videos nochmal liken. Okay. Ich glaube erstmal noch rechts, oder? Ich habe noch lange keine Sterne mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es sie in jedem Level gibt oder nicht. Was macht der? Ah. Okay, der bringt mich zum Stern und wahrscheinlich macht der andere, dass ich zu meinem Sonigmann komme. Oh, das killt mich, oder? Ich probiere es nicht aus. Ich ignoriere das. Auf jeden Fall. Ich kann hier keine Fehler erlauben. Es gilt um das Leben meines Kindes. Das ist wie ein Kürbis. Oh mein Gott, Gott sei Dank bist du hier. Hey, schön dich zu sehen, Buddy. Ich habe einen Sonnenbrand. Oh. Warum hast du so lange gebraucht? Spann dich, wir cremen dich ein bisschen ein, okay? Du kannst gleich wieder in die Erde gesteckt werden. Pizza? Oh Gott, fliegende Pizza auch noch. Mein Albtraum. Wer kommt auf diese Enemy Designs? Erst kriegen wir hier Pizza, stachelige Pizza und dann fliegende und dann hüpfende Pizza, also. Was haben wir die genommen haben? Das hätte ich auch gerne. Ich meine natürlich was? Du. Hast du diesen kleinen Pizzatypen gesehen? Nee, was? Welche? Ja, habe ich. Die sind toll, oder? Die haben versucht mich zu töten. Ja, meine ich doch, toll. Okay. Ich habe das Gefühl, meine Kinder sind zur Hälfte so, dass sie mich mögen und zur Hälfte so, dass sie mich gerne tot sehen wollen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Frag mich nicht, wie ich drauf komme. Ah. Kann nicht sein, dass ich so einen einfachen Bubssprung verkacke. Ja. Aber man bewegt sich auch so schnell. Die Plattformen sind ziemlich klein, aber ist jetzt nicht schlimm. Muss ich nur mit klarkommen erstmal. Und hier laufe ich lieber drunter, ganz ehrlich. Oh, das ist böse. Schwinde, Pizza! Okay. Hier ist ein Checkpoint, den nehme ich gerne. Hup. Oh! Weil genau sowas passieren würde. Ich wusste nicht, dass das Ding noch auf das Braune da drauf geht, weil das fällt ja eigentlich unter. Ach so. Ah, okay, jetzt sehe ich, dass das an so einem Ding verbunden ist. Ja, machen wir ein bisschen was vom Level neu. Ist so in Ordnung. Ich versuche jetzt mal, die 100% zu machen. Ich verspreche aber nichts. Aber ich kann es definitiv mal versuchen. Warum denn auch nicht? So, ich glaube, jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich dieses Stern, diesen Stern neu sammeln. Deshalb am besten nicht sterben. Ja. Am besten nicht sterben. Am besten skillen und skillen. Ja. Hey Dad! Ich suche nach Seegurken. Und? Hast du dich gefunden? Nicht wirklich.
Oh, vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt nach Hause rennen. Aber Seegurken sind meine Passion! Nach Hause gehen ist meine Passion! Das ist keine gute Passion. Tja, du hörst auf Papa. Sonst. Genau, sonst passiert nämlich das. Und das willst du nicht, dass das passiert. Glaub mir. Mama ist das auch schon passiert. Ne, keine Ahnung. Gibt es hier eine Mama? Wir haben noch keine gesehen bisher. Das ist ein cooles Level, aber... gruselig und gefährlich. Mein Gott, wo spielen meine Kinder? Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Nein! Okay. Beim nächsten Teil geschafft. Und was geht denn hier ab? Okay. Schwierig. Oh, das ist echt schwierig. Aber ich hab's. Oh, das ist böse. Wegen den Glassplittern oben. Es sollen Stacheln sein, aber es hört sich für mich an wie Glas. Wie kaputtes Glas. Und für mich ist es jetzt einfach kaputtes Glas. Ach, come on. Bin da durchgekommen. Aber es ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hochgekommen bin. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir hier jemals runterkommen können. Keine Sorge, irgendwie fliegen wir einfach weg nach jedem Level. Oh, das ist ziemlich nützlich. Wie funktioniert das überhaupt? Keine Ahnung. Also, was ist eigentlich ein Level? Nochmal, keine Ahnung. Oh, cool. Das sind keine Plotholes in dem Spiel. Das Spiel funktioniert halt so. Akzeptiert's. Aber ich finde den Humor des Spiels ganz lustig. Das ist ganz nett. Was? Ich dachte, es geht anders. Okay. Auch da. Tring. Komischer Sound für den Schlüssel. Das hat sich irgendwie mein Spiel gespeichert. Ein Pokémon. Nice, ich kann mich killen. Okay. Nein! What? Was? Das ist extrem schwer. Oh Gott. Oh. Boah. Das hat länger gedauert, als ich zugeben möchte. Und wäre ich da jetzt gestorben, wäre ich pissed gewesen. Wo habe ich jetzt einen Schlüssel? Ich bin froh, dass du nicht von diesen großen, stacheligen Kugeln, Vierecken zerplatscht worden bist. Danke, Sonnemann. Das bedeutet mir echt viel. Kein Problem. Nett. Blam. Dude? Ich hab keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Ich würde mal so auf eins, ja, so eineinhalb Stunden oder so schätzen. Ich weiß, dass das Spiel nicht so lang ist. Deshalb dachte ich eigentlich, ich mache eventuell heute einen Einteiler, aber wenn das doch ein bisschen länger geht, dann machen wir halt einen Zweiteiler draus. Was soll's. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall Interesse, die anderen Teile noch zu spielen. Aber bisher ist das Spiel echt nett. I like it. Was mit dir? What do you guys think? Oh, hi Dad. Was machst du hier? Ich suche nach meinen dummen Kindern. Größtenteils. Hast du Glück, die... Hast du zufällig schon irgendwelche gefunden? Oh. Du bist mein Kind. Jetzt komm. Mit nach Hause. Das ist immer eine lange Welt. Hab ich das Gefühl. Oh, das war keine gute Idee. Oh nein! Was zum Teufel? Nein! So ist. Okay, neuer Versuch. Jetzt. Oder? Oh nein. Oh nein, die holen mich. Oh, warte, warte. Ich muss Kinder einsammeln. Sterne einsammeln sind wichtiger. Yay! Okay, jetzt das Kind einsammeln. Ah, was ein
entspannter Tag am Strand. You're grounded. Hä? Ihr seid alle grounded. Was? Für immer. Oha. Daddy. Was soll denn das? Kannst du nicht machen, hä? Oh, Bosskampf. Hey, du da, ich bin Daddy. Hast du meine dummen Kinder gesehen? Ich bin Hot Dog, der zweite Henchman von Lord Durnak. Dein Name ist Hot Dog? Bist du dir ganz sicher? Ich bin Hot Dog und jetzt mach dich gefasst zu sterben. Alrighto. Achso, ich schieße ihn doch schon. Ja, ich schieße ihn die ganze Zeit ab. Jetzt wird's zu heiß. Das ist ein cooler Bosskampf. I like it. Aber leider habe ich jetzt verfehlt. Ein bisschen auch mit Luck zu tun, dass man trifft oder nicht. Oh, verdammt. Na komm, ich lass ihn vorbeiziehen. Und dann drunter. Knapp. Yes. Das spielt aber immer anders, ne? Ich erinnere mich ein bisschen an Donkey Kong, da gab es auch so einen Boss, der immer anders gesprungen ist. Ich glaube, das war Gnorty oder so. Yes! Oh, das war mal ein Hotdog oder Pizza oder was auch immer. Ein Haikund? Yay! Du hast Hotdog besiegt! Also, das war wirklich sein Name? Ja, seine Eltern hatten einen sehr komischen Sinn für Humor. Eltern sind so komisch! Pass lieber auf. Ja, pass auf, was du sagst, ja. Ich bin zufällig dein Vater. World 3, Monto Mountain. Blub, 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 blub. Pommes. Wo ist das Frettchen-Ding? Es ist weg. Oh. Schauen wir uns mal kurz die Welt nochmal an. Die World Map hier. Ich schaue am Ende einfach nach, ob ich hier alles habe, weil das dauert super lang, hier sich jetzt hier überall rumzubewegen, um alles nachzuschauen. Das. Da hab ich jetzt keine Lust drauf. Okay. Machen wir die dritte Welt. Ich würde mal raten, dass es so fünf Welten gibt oder so. Das soll ich mal raten. Hier gibt's einen Stern. Oh wow, der ganze Weg hin ist nur für einen Stern. Mensch, stellt euch vor, jetzt sterbe ich und dann muss ich das neu starten und nochmal den ganzen Weg warten. Ah! Jetzt nicht sterben, okay? 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 Oh, das ist böse. Knappes Ding, knappe Kiste, yeah. Keine Ahnung, was das macht. Achso, das... Oh, böse. Das ist echt böse. Aber coole Level, die Idee. Aber trau ich mich nicht. So. Und jetzt rüber. Boah. Dass ich das First Try geschafft hat. Krass. Es ist so kalt hier. Ich kann meine Füße gar nicht spüren. Du bist ein Radish. Du hast keine Füße. Oh nein. Oh nein. Die Radish sind doch so Rüben oder sowas, oder? Ich hab den. Knapp. Den deutschen Namen gerade vergessen. Aber ihr wisst es natürlich alle. Ihr seid alle schlau. Und ich hab's nur gerade zufällig für eine kurze Zeit gerade vergessen. Aha. Wollte schon fragen, wie komme ich denn da jetzt hoch? So komme ich da hoch. Wow, knappes Ding. Oh, come on. Oh, ich hätte sowieso hier lang gemusst. Der andere Weg ist fake. Nur hier gibt es einen Stern. Jetzt. Da drauf. Ja, okay. Wunderbar. Ich habe einen Yeti gesehen. Nein, hast du nicht. Habe ich nicht. Oh. Okay.
Wäre aber cool, wenn du die Idee gesehen hättest. Ich meine, das wäre schon interessant, so ein Yeti zu sehen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Oder habt ihr mal ein Yeti gesehen, Leute? Was zum... Was... Wie hat das funktioniert? Oh Gott, es geht noch weiter. Oh nein. Oh, schon. Frohe Weihnachten, Papa. Danke, aber es ist nicht Weihnachten. Und warum schneit's dann? Weil wir auf einem Berg sind. Ein Weihnachtsberg! Nein, ein ganz normaler Berg. Frohe Feiertage! Ich wünsche, wir hätten Feiertage. Jetzt im Moment. Könnte ich gut gebrauchen. Musik finde ich zwar ganz cool, aber ich kann mir gut vorstellen, wie es auf Dauer nervt. Aber wenn ihr jetzt Dadish sein würdet, ne? Wärt ihr jetzt Dadish? Würdet ihr das alles hier durchstehen, nur um eure Hunderte an Kindern zu retten? Ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat. Vielleicht auch 101. Boah, das ist böse. Okay. Da musst du den Jump so perfekt machen. Oh. Boah. Das ist echt nicht ohne das Ganze. Oh. Wie habe ich das gemacht? Wie lebe ich noch? Was? Mein Rutsch übrigens noch nicht. Ich habe eine wunderschöne Zeit hier am Strand. Das ist ja kein Strand, das ist ein Berg. Überall kann ein Strand sein, wenn du die positive mentale Stimmung dazu hast. Nein, nein, ich glaube, das ist nicht so. Ja, jeder hat seine eigene Definition von dem Strand, ne? Ich dachte, mit dem Hotdog war ein Joke. Da haben wir einen echten Hotdog. Einen echten Heißhund. Zum Teufel. Was? Was? Das habe ich nicht ganz verstanden, wie ich da durchkommen soll. Und warum schießt er dann auf einmal so perfekt? Vorhin hat er das nicht gemacht. Bro? Irgendwas mache ich anders. Irgendwas mache ich falsch. Analysieren. Hab's nicht verstanden. Okay. 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 Not bad. Knappes Ding. Nee, rutscht tut man nicht wirklich, würde ich sagen. Was zur Hölle machst du denn mit diesen verrückten Typen? So cool, oder? Nein, überhaupt nicht cool. Die haben mich versucht zu töten. Wo kommen überhaupt diese Würstchen her? Ah, die bekommen die von interdimensionalen Würstchen-Vortex. Das war's. Es ist wahrscheinlich besser, nicht dran zu denken. Ah, okay, Kleiner, danke. Woher weißt du das eigentlich? Internet. Ah. Ihr seid zu viel im Internet. Was zum Teufel? Sind wir hier in einem Mario Maker Level oder was? Aber das ist ein cooles Level. Eine coole Level-Idee für Mario Maker. Theoretisch. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich schon mal gebaut mit so Ranken. Wo sich der Bock dann so bewegt mit den Ranken. Wie komme ich denn da hin? Okay, muss ich mir merken. Wenn ich runterfalle, nach links gucken. Schau, da klimmen wir jetzt in den Berg und dann wieder runter. Ja genau, sowas hier, aber mit Ranken und Mario Maker habe ich gemacht. Dann kann ich mich erinnern. Ach ja. Jetzt passt auf, jetzt schaffe ich das hier, aber sterbe an der Pommes. Imagine und boah, das ist ja total boring hier. Ich mach... Ich wollte jetzt nicht mehr lange warten. Das wäre boring gewesen. Und da springe ich drüber, komm.
Yeah, easy peasy. Wow, Dad, das war aber ein großer Fall. Bist du in Ordnung? Ah, mir geht's so wirklich gut. Also, ich bin nur sehr froh darüber, dass ich keine Knochen habe. Ja, ich auch. Ja, stimmt. Wir haben keine Knochen. Und das ist so deren Vorteil, schätze ich. Na, da komme ich nicht hoch. Auch mit den Dingern nicht. Oh, das ist ein Stern. Den brauche ich natürlich. Den habe ich jetzt. Ah! Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Okay, ich glaube, ich muss das Level mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist ein etwas längeres, größeres Level. Ja. Okay. Der ist easy zu bekommen, ne? Okay, hier ist das Ende. Hier muss ich lang, wenn ich fertig bin, wenn ich alles habe. Okay. Ich mache erstmal den links, weil das ist schwieriger. Oh, was? Nee, wie soll ich das machen? Nein, das geht so nicht. Man hat nur einen Jump. Oh, das geht doch! Aber den Jump hätte man leichter machen müssen. Dein Ernst? Ach, okay. So, am besten runterfallen. Das ist, ja, das ist viel einfacher. Und dann von hier aus einfach darüber springen. Ja, viel einfacher, definitiv. Ich hab diese Schneehöhle so satt. Können wir jetzt bitte nach Hause gehen? Wir könnten die ganze Zeit schon zu Hause sein. Aber ihr musstet ja wegrennen. Ah, der arme Dadisch. Der arme Dadisch. Was er nicht alles für seine Kinder doch tut. Und hier ist wieder ein Hamburger. Hamburger. Und das wieder ein Hotdog. Hm. Aha. Interessantes Level-Design hier. Oh Gott. Nee, das, boah, das ist ja nervig. Hin und her, hin und her, hin und her. Jetzt wahrscheinlich wieder hier, oder? Das hat sich hier wahrscheinlich... das ist da oben geöffnet. Ja, als auch. Schnell! Knapp. Ja, ich habe schon gesehen, was geöffnet hat. Boah, aber hier hätte ich sehr gerne mal einen Checkpoint, ne? Aber ohne Witz. Der wäre hier sehr klug hinzusetzen. Auf jeden Fall. Außer das Level ist jetzt zu Ende. Dann nicht. Dann braucht's nicht. Boah, böse versteckt. Oh, wäre ich jetzt getroffen worden, ich hätte geragequittet, glaube ich. Boah, böse. Ganz böses Geschäft hier. Ich bin eingefroren! Nein, alles in Ordnung. Ich bin ein Block voll mit Eis! Nein, bist du nicht. Ich ändere meinen Rappernamen zu Little Icicle. Das ist actually ein ziemlich guter Name. Little Icicle, yo. Ich bin ein Radish, yeah. Ich renne von zu Hause weg, yeah, yeah. Papa macht sich Sorgen, er sucht nach mir, yeah, yeah. Ich bin auf einem Berg, yeah. Super, super Berg. Ich bin eingefroren. Okay, ich lasse es kommen. Reicht, genug Quinch. Okay, ich muss auf jeden Fall beide Schlüssel hier holen. Bisschen überfordert mit der Situation. Ich glaube, ich habe mich gerade gesoftlockt, oder? Oder komme ich da noch mal hoch? Weil ich jetzt noch Eisblock. Ne, ich bin softlocked. Ich muss noch mal. Ah, ich dachte, ich krieg das so auch hin, aber nup. Ich muss mich für eine Seite entscheiden, entweder links oder rechts. Komm schon. Okay. Ich muss auf jeden Fall jetzt die Kiste runterschieben, bevor ich selber runterspringe oder runterfalle oder whatever. Ja, das sollte möglich sein, jetzt hier einfach runterzuschieben. Oh Gott. Jesus. Okay, der muss weiter. Außer ich will den Stern nicht. Doch, ich will den Stern. Und jetzt zurückschieben. Das ist kürzer, als wenn ich ihn hier hinschiebe.
Oh, das ist böse, da kommt wieder hoch. Warum auch immer man das sollte. Oh. Jetzt weiß ich, warum man das sollte, weil der muss mit nach unten kommen. Ah, ich mach keine Risiken. Keine Risiken, Nebenwirkungen hier bei mir. Das mache ich nicht, du. Hä, das Brettchen ist ja unten wieder. Das waren wir zwei nicht. Hey, Kumpel. Du schon wieder. Hey, schau mal. Mir tut's leid wegen vorhin, ne? Ich wollte dich nicht so anbrüllen. Es ist nur so, dass ich... It's just that I startle really easily. Erschreckt sie vielleicht? Sehr einfach? Hey, das ist okay, dude. Mach dir keine Sorgen. Ah! Oh mein Gott. Okay. Das frage ich mich lieber nicht. Oh, Bosskampf. Hey, hi. Hast du meine Idiotenkinder gesehen? Ich bin Charon, der erste Henchman von Lord Durnak. Nicht das schon wieder. Du warst, das war, dumm von dir, hier hinzukommen. Krieger? Ich bin kein Krieger, ich bin Daddish. Weißt du, so, ich bin ein Vater und ich bin auch ein Radish. Also, das ist ein Portmanteau. Ein Portmanteau? Ja, sicher. Mach dich mal zu sterben! Okay. Das scheint mir ein sehr einfacher Kampf zu sein. Schnell! Verdammt. Oh Gott. Schnell, schnell, schnell! Verdammt. Okay. Ich hab ausgetrickst. Aber er lebt noch. Mehr als drei Leben hat er. Okay, wie schmeckt dir das? Oh, daneben, nein. Oh, knappes Ding. Oh, nein! Mich besiegt! Verdammt! Oh, aber, okay, immerhin wird der Text geskippt. Das finde ich nett, dass immerhin der Text geskippt wird. Wenn das Spiel sich das merkt. Nein! Ah, ich glaube, ich starte nochmal bis zu drei Leben. Okay! Ah, wird nicht. Haben wieder drei Leben abgezogen. Komm her, komm her, komm her. Nein! So close vor allem. Okay. Der Boss ist gar nicht so einfach, wie er vielleicht scheinen mag. Aber jetzt habe ich ihn. Bam! Wie viele Leben hat er bitte? Fünf? Oh, das trifft nicht. Nee, ich hab's gerade gemerkt. Okay. Nein, auch nicht. Jetzt aber. Jetzt habe ich ihn. Bam! Deine ganzen Pommes sind weg. Okay, in dem drin ist ein Trampolin. Wunderbar. Und das ist mein Kind. Du hast ihn aber richtig, das Charon aber richtig gezeigt, wer der Boss ist. Ich fühle mich nicht wirklich wie ein Boss. Ich bin echt erschöpft. So erschöpft. Ich will doch nur euch alle Kinder nach Hause bringen. Wieso musste ich nur so viele Kinder haben? Keine Ahnung, vielleicht. Spores? Spuren? Nee, das hört sich nicht richtig an. Aber weil er gesagt hat, er ist der Fürst und der letzte hat Sphacken gesagt, hätte der dritte gesagt hat, aber der erste meine ich. World 4, Fungo Cave. Aber vielleicht ist das hier schon das Ende? Da kommt ja jetzt schon der Duke. Maybe. Bin mir gar nicht sicher. Also laut Sternen geht das Spiel noch lange weiter. Ich check mal ganz kurz ab, ob ich hier alles habe bisher. Und dann geht's gleich weiter. Und mit gleich meinte Mike eigentlich beim nächsten Video, denn dieses Video wurde etwas zu lang. Und deshalb werde ich das in zwei Teile hier schneiden. Also wenn es euch gefallen hat, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bei Daddish. Like und Sub nicht vergessen, sonst seid ihr grounded.